glaube, diese ganzen Pummeluffs sollen die verschiedenen Goronen darstellen. So. Dann haben wir die beiden. Ich will ja schließlich auch die ganze Karte clearen, also irgendwann muss ich es mitnehmen, bevor ich es irgendwie vergesse. Parados. Hatte ich hier noch schon alle erledigt? Sieht eigentlich so aus. Ja. Okay, hier habe ich noch einen. Parry. Okay, Parry, jetzt bist du dran. Tschüss. Senkt Fallgeschwindigkeit. Gut. Wie viele Gegner war das jetzt? Ich glaube schon der vierte, ne? Okay, dann gehen wir mal langsam Richtung rüber. Ich meine, ich mache mir ja nur so lange mit dem Zählen Gedanken, bis ich auch mal wirklich jeden DLC-Charakter durch habe. Halt, hier oben kann ich was wegsprengen. So. Genau. Ashnard muss ich noch besiegen. So. Und dann können wir gucken, ob wir jetzt zu dem neuen Kämpfer kommen oder noch nicht. Lurak und Ganondorf, okay. Das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee, die ich da hier gemacht habe. Aua. Wow, die machen mich fertig. Du aus Smash ist nicht gerade Pummeluftstärke. Vor allem nicht gegen zwei Heavies. Okay. Wir schaffen das schon. Habe ich eine Zeitbegrenzung in dem Kampf? Das ist Frage Nummer 1. Nicht wirklich. Okay. Na. Ah. Ah, dammit, Klurak war tot. Aber Ganondorf habe ich natürlich nicht gerade noch kaputt gekriegt. Wenn wir gegen einen von beiden sollte es nicht so ein Problem sein, aber jetzt zwei, die holen mir halt die ganze Zeit. Oder einer hilft halt die ganze Zeit dem anderen sozusagen. Wow. Die KI austricksen. Wow. Ah. Okay, ich bin so gut wie tot.
Ich bin tot. Ach, die kriegen auch noch eine stärkere Abwehr, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich meinen Geist wechseln. Mal gucken. Mann. Wow. Okay, ich versuche jetzt mal die Geister zu wechseln. Mehr Schaden wäre halt nicht schlecht. Lauftempo-Würfe, Ausweichhelfer, Ausdauer, okay, das ist gut. Das sollte mir helfen. Okay, Gennendorf ist tot. Bleibt nur noch Klurak. So. Tschüss. Ein Geisterwechsel macht so viel Unterschied. Gut. Also dann sehen wir mal, ob ich mit dem Bus fahren kann. Du stehst an einer Bushaltestelle. Ein guter Busfahrer könnte dich wohl an andere Haltestellen bringen. Ich kann also nicht mit dem Bus fahren. Gut. Moment. Gucken wir jetzt erstmal, ob ich auf der anderen Seite zu dem Charakter schon komme. Glück kann man hier recht schnell über die Weltkarte rennen. Weil es eine recht große Welt ist. Aber weiß, wo man lang muss, dann geht das recht fix. Aber hier ist doch auch noch einer. Ah, okay. Muss ich, glaube ich, das ganze Labyrinth machen? Ist hier einzigen Fall? Ne, da unten ist auch noch einer. Ja. 1, 2, 3, 4. Also ich hätte theoretisch 5 Gegner auf dem Weg. Wenn nicht, hole ich mir noch woanders ein. Okay, dann werde ich jetzt den Charakter wechseln. Damit wir auch die letzten 9 Kämpfer mal gespielt haben. Und danach muss ich halt mit den Charakteren so lange bleiben, bis ich entsprechend was Neues kriege. Banjo und Kazooie. Yay. Ach ja. Es ist ja mittlerweile auch schon bekannt, wer der 4. DLC-Kämpfer ist. Der soll im November rauskommen. Ich hoffe ja immer noch, dass die Smash Direct dann im November entsprechend ist. Oh, Siegen jeder Sonne. Man sieht, besiegen, kann ich sie besiegen? Ist halt wirklich schwierig, wie es aussieht. Probieren wir das. Hauptgegner besiegen zum Gewinnen. Das ist Rosalina. Ach ja, stimmt. Das war das Problem.
Okay. Ein Kirby ist weg. Scheiße, ich habe zwei Kirbys besiegt, aber irgendwas hat mich dann noch rausgeworfen. Wenn ich es schaffen würde, Rosalina aus der Stage zu werfen, ist es schnell gewonnen. Und dann hätte ich einen Stufe 4 Geist geschafft. Ich weiß nicht, ob der ein Kampfgeist ist. Das war doof. Okay. Ich würde ganz gerne es irgendwie schaffen, Rosalina dahin zu drängen. Ich habe mit Benji auch kaum gespielt bisher. Wow. Aua. Was zur Hölle? Gut. Ah, Damage. Es ist halt sehr riskant, aber ich habe eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, als versuchen, aus dem Bildschirm zu drängen. Na gut, ich könnte vielleicht mit dem Banjo die Ram-Attacke probieren. So. Wow. Sie hat halt auch noch die Unverwundbarkeitszeit, merke ich gerade. Es ist nicht nur der Final Smash, sie hat einfach noch eine Unverwundbarkeitszeit. So. Komm. Wow. Okay, gut. Ich glaube, ich werde das doch ein anderes Mal machen, wenn ich mehr Power habe. Es ist mir einfach noch. Oder einen anderen Charakter, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall mit Benjo gerade ein bisschen problematisch, weil ich habe den kaum gespielt. Und dann 4er-Sterngeist zu besiegen, ist halt echt. Protum in Exe. Na gut. Shulk ist absolut die Protum in Exe. So. Wow. Das war... Ich bringe mich noch selbst um mit Benjo. Da 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 da
Und... So. Okay. Okay. Oh, my DF. Mich verarschen. Ich habe versucht, den Final Smash zu machen, es hat nicht geklappt. Mann. Ich schätze, Shulks komplette Reichweite. Zwei davon verbraucht, na super. Wow. Und tschüss. Tschüss. Hab ich gesagt. Laserschwert ist OP. Cyberschwert in dem Fall, ja, ne? Okay. Girahim. Was haben wir hier? King Hippo. Riesenverwandlung für den Gegner. Okay. Ein riesiger King K. Rool. Komm nur her. Wow. Oh mein Gott, er bricht echt mit jeder Attacke mein Schild. Und er macht super viel Schaden, das ist ja übel. Okay, also ich darf nicht schilden. Wichtige Merkregel. BTF! Hat mich einfach in die Blastzone geschossen. Oh. Oh, the fuck. Was zur Hölle? Ja, wäre gnadenlos fertig. Okay. Aber ich habe ja noch Trick 17 mit Benjo. Oh nein, ich vergesse es jedes Mal. Ich darf nicht schilden bei diesem Gegner. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Niederlage versetzen. Nein. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das mit Benjo krieg ich das nicht hin. Wow. Ich hab's jetzt einen Gegner mit Benjo besiegt. Gut, machen wir erstmal Arti fertig.
ich glaube, fertig machen ist echt relativ gerade. Das ist doch wohl nicht wahr! Ich bin ja nicht mal mehr ansatzweise. Was haben die für einen Edgeguard gemacht? Das ist ja übel. Ich habe alles getan. Ich wäre jedes Mal wieder auf die Stage gekommen. Aber nein! Ich wurde einfach jedes Mal in der Luft komplett fertig gemacht. Das ist ja wohl ein Witz, oder was? Oh, fress das. Okay. Okay, einer weniger. War das meine letzte Feder? Ja, verdammt. Wow. Aber noch in die falsche Richtung. So. Gut, einer ist wenigstens weg. Wow. Yes.